Magst du Antiquitäten, Boss? Ach stimmt, das hat bei mir ja noch an Holz gemangelt. Dann nehme ich mal das Klemmbrett mit. So. Tja, wohin gehen wir jetzt? Oder red mal vielleicht erstmal mit unserem Kumpel? Bei den... Nun ja, bei den... beim Rudel? Ich glaube, ich rede erstmal beim Rudel. Vielleicht sind die ja irgendwie dankbar. Nisha denkt wohl, du könntest was bewegen. Aber zum Besseren oder Schlechteren? Ja, bla bla bla. Nisha kann mich mal. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessant. Hier ist ein Yucca-Karl. Okay. Das schaue ich mir auch mal an, erstmal. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwas Geiles, Nices. Du bist der neue Overboss, oder? Da hast du Coulter aber eine ziemliche Lektion erteilt. Und du bist... Beeindruckend. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand länger als ein paar Minuten bei Cola Cars überlebt hat. Na klar, du hattest ja auch etwas Hilfe. Gage hat dir alles gesagt. Ja, ich weiß davon. Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ich finde, Coulter hat genau das bekommen, was er verdient hat. Okay. Gut. Dann werden wir keine Probleme haben. Solange du die Banden so führst, wie sie geführt werden sollten, werden wir ganz sicher keine Probleme haben. Während Coulter an der Macht war, ging es mit dem Geschäft stetig bergab. Jetzt, da du da bist, könnten alle eine Menge mehr Geld verdienen. Wo wir gerade davon reden, ich hoffe, du wirst auch was in der Nuka-Kate ausgeben. Ja. Was genau ist das für ein Ort? Das ist mein ganzer Stolz. Das einzig Gute, was sich aus der Zusammenarbeit mit Coulter ergeben hat. Die ganzen Attraktionen und Spiele um dich rum funktionieren nur dank mir. Ich bin der Einzige, der sie zerlegen und wieder zusammensetzen kann. Wenn ich sterbe, ist es nur eine Frage der Zeit, bis alles auseinanderfällt. Und die ganzen tollen Preise, die man gewinnen kann. Ja, die hast du auch mir zu verdanken. Nice. Preise? Das hört sich echt gut an. Na dann komm her und ich erkläre dir, wie du sie dir holen kannst. Jedes Spiel in der Nuka-Kate funktioniert mit den ursprünglichen Vorkriegsmarken. Steck einfach eine in einen Automaten und los geht's. Wenn du genug Punkte sammelst, spuckt die Maschine ein paar Tickets aus, die du im Preisterminal gegen alles Mögliche eintauschen kannst. Mhm. Lass mich raten. Zufällig verkaufst du diese Marken. Ja, aber du kannst auch anders an Marken kommen. Du bekommst Marken auch an den Vorkriegsmarkenautomaten in der Nuka-Kate. Aber nur mit Vorkriegsgeld. Ah. Und wenn du dich ein wenig im Park umsiehst, wirst du bestimmt auch ein paar finden. Pass auf, um dich offiziell in der Nuka World willkommen zu heißen, bekommst du von mir für den Anfang eine Marke. Ah. Da ist noch mehr drin. Wie wäre es mit zwei Marken? Ja, klar. Ich schätze, das geht in Ordnung. Klar, ich baue darauf, dass wir uns von Anfang an gut verstehen. Tja, das wär's dann wohl. Wenn du was brauchst, dann lass es mich wissen. Oh, und vergiss nicht, das hier mitzunehmen, Boss. Soll ja keiner sagen, ich hätte dir nie einen Gefallen getan. Okay. Ach ja, okay. Was? Das gibt's. Ah, okay. Ich dachte Boss. Schon, dass ich dem wahrscheinlich zigtausend Dinge gegeben habe, aber so. Alter, es klingt wie Mickey Mouse. Alter, hier gibt's ja noch mehr von denen. So. Und wo kann ich jetzt das Zeug einlösen? Hm. Immer schön auf den Boden schauen, man weiß nie, ob man irgendwas richtig Nices findet. So, oh, nice. Nice. Ah. Okay.
schon ziemlich cool. Das sieht doch voll verdächtig aus. Oder doch nicht. So. Ah. So. Ah, okay. Kettenklinge, oh. Boah. So. Ich wollte nur mal schauen, was das ist. Los, kotz die Scheiße aus. Okay, was bringt mir das jetzt? Achso, das ist ein Rüstungsteil. Ja gut, sieht nicht beschissen aus, behalte ich mal. Oh Mann, Flipper. Das ist ja voll geil. Und Skiball, Alter. Voll nice. Ah, hier findet man also auch was von dem Stuff. Alles klar. Okay. Das ist schon ziemlich cool hier. Vor allem, was man das dann einlösen kann. Voll nice. Also, Boss, wird sich deine neue Herrschaft für uns lohnen? Also, ich würde das nicht mitnehmen, aber du bist der Boss. Du hast es erfasst. Hier solltest du nur eine Bande unterstützen und die steht gerade vor dir. Wie wär's mit Nein, Snobby Max, Snob, Snob? Ah. So. Hier spricht Del Walsh. Ich bin Sanitäter im medizinischen Zentrum von Nuka World. Dieser Bericht ist auf den 14. Juli 2077 datiert. Ich möchte hiermit offiziell meine Bestürzung über die Sicherheit einiger Nuka World Fahrgeschäfte zum Ausdruck bringen. Ich habe gerade einen Patienten behandelt, der sich in Mad Mulligans Minenwagen-Fahrgeschäft mehrere Schnittverletzungen und Blutergüsse zugezogen hat. Allein im letzten Jahr musste ich 7 Knochenbrüche, 9 Fleischwunden, 78 Muskelverletzungen und 166 kleinere Wunden aufgrund von Fehlfunktionen der Fahrgeschäfte behandeln. Dazu kommen noch 2 Todesfälle, die sich beide innerhalb der letzten 6 Monate ereignet haben. Mir ist bewusst, dass für Projekt Kobalt einige Wartungs- und Sicherheitskräfte unseres Parks abgezogen wurden. Und ich weiß auch, wie kriegsentscheidend das Projekt ist. Aber wir können die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass Sicherheit in Nuka World keine Rolle mehr spielt. Daran muss sich umgehend etwas ändern.
Da meine Vorgesetzten meine Bedenken ignorieren, werde ich diese Aufzeichnung persönlich an Mr. Bradburns Büro weiterleiten. Nice. So, dann lesen wir hier bla bla bla. Bla. Bla bla bla. Okay, ich glaube, das kennen wir alles schon. Und falls nicht, Pech. Cool. So. Ah, hier ist ja der Arzt, okay. Coulter meinte, wir würden mehr Kronkorken bekommen, als wir ausgeben können. Gut, dass der Mistkerl tot ist. Mhm. Richtiger Penner. Also schön, hier jetzt in Corkys Café. Ist ja momentan relativ schnurz. Willst du sterben oder was? Oh. So. Hey, Boss. Kann ich dich was fragen? Was gibt's? Wir sind jetzt schon eine Weile zusammen unterwegs. Du nimmst dir, was du haben willst. Und lässt dich von niemandem aufhalten. Hast mehr Mumm als die meisten. Ich frage mich wohl einfach nur, warum? Was springt für dich dabei raus? Ich will's krachen lassen, Gage. Und zwar richtig. Das machst du bisher ziemlich gut, Boss. Ehrlich, wenn du mich fragst, will die ganze Welt einen fertig machen. Von Anfang an hat man die denkbar schlechtesten Karten. Die meisten sind zu dumm, um das zu erkennen. Sie stolpern durchs Leben und können sich gerade eben irgendeinen Scheiß aufbauen. Sie kämpfen jeden Tag, bis irgendwas sie unvorbereitet erwischt. Und das war's dann. Gute Nacht. Die können nicht anders und wissen's nicht besser. Das meine ich ja. Sie kapieren's nicht. Sie sehen's nicht kommen. Aber manche wissen wiederum zu viel. Sie erkennen, wie sehr die Welt wirklich am Arsch ist. Also wollen sie alles haben. Und zwar sofort. Den Alk, die Camps, die Kronkorken. Und es ist ihnen egal, wie sie's kriegen. Wenn sie es anderen wegnehmen können, fühlen sie sich, als hätten sie die Oberhand. Die haben sie aber nicht. Verdammte Raider. Sie werden gierig und haben nur das Hier und Jetzt im Blick. Dann machen sie Fehler und sterben. Manche strengen sich dafür sogar richtig an. Was ist mit dir, Gage? Was für ein Mensch bist du? Wenn du mich fragst, ich bin keiner von beiden. Diese Leute geben sich zu viel, zu wenig oder gar keine Mühe. Aber du und ich, wir sind anders. Wir wissen, wann man für das kämpfen muss, was man verdient. Und wann es zu viel ist. Also, ich hab den Scheiß schon vor langer Zeit kapiert. Bin in so einem normalen Drecksloch groß geworden. Hatte liebende Eltern, aber es waren Schwächlinge. Wurden jahrelang von den Raiderbanden rumgestoßen. Und gaben alles her, was sie zum Leben hatten. Eines Tages sah ich sie vor so einem Idioten mit einer Knarre kuschen. Da war es mir klar. So werde ich nicht enden, habe ich mir gesagt. Also bin ich abgehauen. Ich war 12 oder so. Egal. Ich hatte genug von der Welt gesehen, um zu wissen, wie es läuft. Das war bestimmt eine schwere Entscheidung. Könnte man meinen, aber nein, eigentlich nicht. Ich musste es einfach tun. Bin ein paar Jahre rumgezogen und habe alles Mögliche gemacht, um was zu essen zu bekommen. Irgendwie.
Eine Zeit lang war ich Bote bei einer Karawane, hab geplündert, Jobs für Siedlungen erledigt. Aber eins war immer gleich. Als die Raider kamen, zogen alle den Schwanz ein. Die Raider nahmen sich, was sie wollten, verschwanden und das war's. Hat nicht lange gedauert, bis ich mitbekam, wohin für mich die Reise wirklich ging. Als wieder eine Bande kam, war ich dabei und hab mich hochgearbeitet. Und jetzt bin ich hier. Mit dir unterwegs zu sein, scheint sich gelohnt zu haben.